Hallo und moin, moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa und jetzt nicht mehr an der Kiellinie, jetzt wieder in meinem geliebten Studio und auf meinem gelben Sofa weiterhin. Freue ich mich drauf und ich hoffe, dass Sie so ein bisschen was von der Kieler Woche gehabt haben und auch die ein oder andere Sendung, die ich dort unten gemacht habe, gesehen haben. Waren interessante Gäste dabei und war eine schöne Zeit. Aber jetzt beginnt die normale Zeit wieder. Jetzt habe ich mir eine Dame eingeladen. Die hat jetzt gerade eine neue Position bei der Marine und zwar beim Marine Musikchor Kiel. Und zwar ist es die erste Dame und da sage ich schon mal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Ina Hilsberg. Ina, herzlich willkommen. Vielen Dank. Du bist, wie gesagt, wie ich gerade eben schon sagte, die erste Dame überhaupt, die so eine Position ausfüllt. Ja. Hast du große Konkurrenz gehabt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, weil ich in den Bewerbungsvorgang ja gar nicht eingebunden war. Ja. Ich hörte nur, es war durchaus ein bisschen was los. War viel was los. Vermutlich, das ja. Letztendlich sind ja auch egal, ne? Ja, mir war das egal. Nun hast du ja von dieser Corona-Zeit ja nichts mitgekriegt, hier, nachdem du jetzt diese Position hattest. Ja. Wo du vorher warst, hattest du da irgendwelche Probleme mit? Ja, also ich war vorher in Veitshöchheim als zweiter Musikoffizier, während ich überhaupt in die Bundeswehr eingetreten bin. Und da war schon echt fast nichts los. Und es musste langsam wieder überhaupt alles hochgefahren werden. Das war nicht ganz so lustig, aber auch hier haben wir jetzt nicht Volldampf starten können, weil auch ganz viele Veranstalter entweder noch keine Vorstellung hatten, noch keine Konzerte hatten oder einfach auch noch sehr vorsichtig waren. Aber jetzt sind wir gerade wieder im Vollmodus und auch Kieler Woche war Vollgas. Ja, aber es war klasse. Obwohl die Zahlen ja schon wieder derbe anziehen, nicht? Ja, das schockt mich jetzt nicht mehr. Wir sind ab morgen im Urlaub. Ja, das ist doch Gott sei Dank. Richtig, da kann ja eigentlich nichts passieren. Nee, du bist ja auf dem Wasser, wie du mir gerade erzählt hast. Genau. Ja. Und da sind auch viele Menschen auf dem Schiff. Ja, aber dann macht man seine Tür zu und das ist gut. Ja, ist da eigentlich noch so eine Maskenpflicht? Das weiß ich noch gar nicht genau. Kreuzfahrtschiffen? Nee, das weiß ich nicht. Das werden wir dann erleben, wenn wir dann da drauf sind. Ja, aber ihr seid ja ausgerüstet mit den Dingern, ne? Da gibt's Inga, viele. Du bist ja auch mal irgendwann geboren, am 30. November 1972 und dann auch noch in unserer Hauptstadt. Genau, so ist das. Da war es noch keine Hauptstadt. Nee, da war es noch keine Hauptstadt, das ist richtig. Genau. Hast du eine schöne Jugend gehabt? Ja. Auch in so einer großen Stadt? Auch in so einer großen Stadt. Berlin war ja zu dem Zeitpunkt, also 1972, gefühlt wesentlich kleiner, als sie das heute ist. Es war wesentlich weniger los und nein, also meine Kindheit war wirklich traumhaft. Meine Eltern hatten ein tolles Haus und wir haben als Kinder haben wir uns da extrem wohl gefühlt, viel Musik machen können und das war so die Basis zum nächsten Leben. Ja, Musik machen. Gab es noch andere Neigungen oder war der Hauptpunkt nur Musik? Nee, in der Kindheit. Wir haben noch, also meine Schwester und ich haben beide noch getanzt. Ja. Mein Vater war mal Turniertänzer und dann hat sich das da auch in der Hinsicht so ein bisschen abgefärbt. Und ansonsten war schon viel, also mit Freunden was unternehmen, Sport machen und eben vor allem Musik. So das Übliche. Ne? Ja, das Übliche. Wir kommen jetzt zum schulischen Ablauf. Ja. Natürlich erstmal die ersten 4 Jahre Grundschule, aber auch dann in der Nähe deiner Wohnung, oder? Das war tatsächlich in der Nähe von unserem Haus. Das war auch sehr schön, ja. War auch eine schöne Zeit. Ja. Also bisher haben wir ja nur schöne Zeiten gehabt. Ich habe nur tolle gespannt, Zeit. Ob das so weitergeht. Ja. Jetzt kam der Wechsel wahrscheinlich, eher aufs Gymnasium. Genau, so ist es. Und wo? In Berlin, auf dem evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster. Und das war eine sehr intensive, sehr lehrreiche Zeit mit Latein und Griechisch als Fremdsprachen, die zwingend sein mussten. Und das war schon sehr humanistisch geprägt, ja. Wunderbar. So, Abiturabschluss zufrieden? Ja, sehr. Sehr zufrieden? Ja, ich finde, mit 1,9 kann man zufrieden sein, oder? Oh, das ist doch großartig. Ja. Ich frage eigentlich nie nach. Aber wenn man so eine Note... Man wird danach auch nie wieder gefragt. Man denkt, oh Gott, das ist die Welt. Ja. Es stimmt überhaupt nicht. Es wird nie wieder... Aber ich meine, wenn man so eine Note hat, kann man es doch gerne sagen. Das ist doch ganz klar. So, das war beendet jetzt und jetzt ging es sicherlich zum Studium, oder? Genau. Gab es erstmal, wie das früher so üblich war, erstmal Urlaub Amerika oder so. Oder das gibt es jetzt in dieser Zeit, glaube ich, nicht mehr. Nee, naja, das ist ja auch schon etwas länger her. Das gab es bei uns tatsächlich nicht. Aber das war nicht mal so eine Masche, ne? Ja, wäre ich auch gerne gegangen, aber ich hatte Pläne und ich hatte die Möglichkeit, vor allem direkt zu starten im Studium. Und von da habe ich dann das doch genutzt, weil wir Musiker, wenn man einen Studienplatz hat, dann sollte man den möglichst nicht wieder schnell aufgeben, sondern mal starten. Und da ich die Möglichkeit hatte, in Köln
was ich unbedingt machen wollte dort, weil es dort einen bestimmten Professor gab. Also wir Musiker haben ja einen großen Luxus, dass wir ja fast ausschließlich Einzelunterrichte haben. Also ja. Irgendwelche Hörsäle mit 2000, 3000 Menschen oder 500 Menschen drin kennen wir gar nicht. Und von daher hatte ich dort die Möglichkeit, das zu studieren, was ich gerne wollte, bei dem Prof, bei dem ich gerne wollte. Und okay. Von daher habe ich sämtliche Auslandspläne auch aus finanziellen Gründen auch einfach sein gelassen. Okay. Wenn man jetzt Musik studiert, muss man ja auch ein Instrument spielen, ne? Ja. Klavier, ist das immer noch die Hauptgrundlage? Ja, also ich bin ja studierte Dirigentin ja. Und Klavier ist die absolute Grundlage. Als ich damals in Köln anfing zu studieren, war die Grundlage für ein, wir sagen dazu Kapellmeisterstudium, also ja. Dirigieren ist ja. ein Kapellmeister, war die Grundlage, dass ein anderes Musikstudium abgeschlossen sein musste. Also entweder Kirchenmusik oder Schulmusik oder Klavierhauptfach. Ach so. Und ich habe dann also erst Kirchenmusik studiert, habe das abgeschlossen und bin dann nahtlos in die Kapellmeisterausbildung gegangen. Das hört sich toll an. Und wie du das jetzt abgeschlossen hattest, hattest du lange Wartezeit oder warst du da schon gefragt? Ich war schon ein Jahr, bevor ich mein Diplom hatte, war ich schon bereits im ersten Engagement. Ja. Bin dann nach Stuttgart gegangen, war dort stellvertretende Chefdirigentin des Musicals Die Schöne und das Biest. Und bin dann von dort aus nach Hamburg gegangen und war dann stellvertretender Chef an der Neuen Flora bei Phantom der Oper. Aha, jetzt kommen wir nochmal zu den Musicals. Du hast ja normalerweise, hast du vom Studium her eine ganz spezielle Richtung oder ist das die Dirigentenausbildung egal, gibt es da keine Richtung? Das ist egal. Also keine es, Richtung? Nee, keine wirkliche Richtung. Es gibt die Spezifizierung, dass man Chordirigieren studieren kann oder eben klassisches Orchesterdirigat. Ja. Es gibt im Süden von Deutschland auch noch die Möglichkeit, Blasorchesterleitung zu machen. Aber ich habe ganz klassisches Dirigat gelernt, ja. Wo man dann hinterher entweder an ein normales Symphonieorchester gehen kann, an ein symphonisches Blasorchester gehen kann, an die Oper gehen kann, ans Musicaltheater gehen kann. Ja. Da sind alle Wege sind offen. Sind offen. Gut. Was waren das für Musicals? Kannst du da mal so ein bisschen was drüber erzählen? Das erste war in Stuttgart Disneys Die Schöne und das Biest. Das zweite war in Hamburg Andrew Lloyd Webbers Das Phantom der Oper. Ja. Dann habe ich hier noch von Sylvester Levi und Michael Kunze Mozart das Musical gemacht. Mhm. Und dann bin ich von dort aus dann ans klassische Opernhaus gegangen und war dann in Würzburg zweiter Kapellmeister. Ja. Bin dann von Würzburg aus wieder nach Stuttgart zurück, ja. Nochmal als stellvertretender Chef. Da war dann bereits Phantom der Oper nach Stuttgart gezogen. Ach so. Und dann ging es weiter. Gut, kommen wir mal zu Nordhausen. Ja, das ist die nächste Station. Ja, ganz genau. Da warst du dann aber längere Zeit, nicht? Ja, also... Aus welchem Grund heraus? Nee, also für uns Dirigenten ist es normal, dass wir immer nur 2 Jahresverträge haben. Ach so. Und dann wird man, wenn man möchte, noch ein Jahr verlängert, auch wenn das Theater es möchte. Mhm. Aber für uns sind dieses Hopping von Theater zu Theater ist für uns berufsspezifisch. Ach so. Und das weiß jede Familie, die dann dahinter steht, was das für Anstrengungen sein können, aber auch für spannende Dinge sein können. Ja. Und deswegen kam nach dem letzten Mal Stuttgart, kam dann Nordhausen, da war ich dann für 3 Jahre ebenfalls als zweiter Kapellmeister. Und dann von dort aus habe ich dann dem gesagt, Stadttheater möchte ich nicht mehr machen, weil ich ja. das System, ich versuche es diplomatisch auszudrücken, nicht ganz so gelungen finde. Ach so, und okay. Von daher habe ich dann gesagt, nein, ab dann arbeite ich nur noch frei, beziehungsweise mit meiner eigenen Firma, die Kammeroper Köln und die Kölner Symphoniker, in Verbindung mit der Deutschen Musical Company. Das ist mein eigener Laden gewesen. Ach so. Und damit sind wir sehr erfolgreich auf Tournee gewesen und ja, das haben wir dann nur noch gemacht. Das war 14 Jahre. Genau, das war ab 2007 war das. Ja. Und da haben wir dann unser eigenes Theater in Köln-Rodenkirchen aufgemacht und sind dann 2014 von Köln-Rodenkirchen nach Pulheim rausgezogen und waren sowohl in unserem eigenen Theater vor Ort vorhanden als auch auf Tournee. Also in Hochzeiten haben wir 140 Termine auf Tournee gehabt und 80 Termine noch im eigenen Theater und das war schon... Und wo wart ihr überall? In der kompletten deutschsprachigen Raum, also von der Schweiz so. Bis hin oben hoch nach Flensburg, ja. Von Luxemburg, der deutschsprachige Teil von Frankreich, bis nach Frankfurt an der Oder, also komplett Deutschland. Und ja. Dann die großen Tourneen gingen dann auch eben nach England, nach USA, nach Japan, nach China ja. Und überall, wo es spannend war, und wo man uns eingekauft hat. Das war großartig. Ja. Aber da habt ihr auch überwiegend Musicals oder du begleitet, Nick, obwohl das ja dann deine eigene Sache war. Jetzt, das habe ich nicht richtig verstanden.
Nee, also mit der Kammeroper Köln und Kölner Symphoniker, das haben wir unterschiedlichste Sachen gemacht. So. Wir haben Filmmusik eingespielt, wir waren das Orchester für die Weihnachtsshow einer großen bekannten Sängerin, das immer am 26.12. läuft. Ja. Wir waren auf Tournee unterwegs für andere Leute und haben unser Orchester zur Verfügung gestellt für andere große Musicals. Ja. Wir waren mit La Traviata, also große Oper, unterwegs. Wir waren mit Lustig Witwe, Fledermaus, alles Mögliche. Ja. Also wirklich die komplette Bandbreite, was das Musiktheater anbelangt und was den Konzertbereich anbelangt. Aha. Auf diesen großen Reisen, auf diesen weltweiten Reisen jetzt in diesen 14 Tagen, in diesen 14 Jahren, ja. Gab das auch so irgendwelche Leute, die oder bekannte Musiker, die bei euch auftreten konnten, oder wart ihr immer ganz allein? Da gab es keine Special Guests? Nee, Special Guests gab es da überhaupt gar nicht, weil wir als Orchester eingekauft worden sind mit einem klaren Auftrag, das und das Programm soll gemacht werden, und dafür braucht man da keine Special Guests. So. Das ist dann auch eher nur anstrengend auf Tour. Was war denn die größte Veranstaltung aus diesen ganzen Jahren? Auch unterschiedlich. Vom Publikum her, als wir in Peking waren oder in Shanghai waren, ich glaube 2.500 Leute war da nur alleine zum Konzert. Dann waren wir in Fulda auf dem großen Domplatz und haben dort Bonifatius gemacht. Wir waren dann 50 Orchesterleute oder 60 Orchesterleute sogar und hatten noch 140 Leute Chor auf der anderen Seite. Auf der großen Mitte war eine riesen Bühne und da waren jeden Abend 4.500 Leute. Und das sind so, Oder bei der anderen großen bekannten Sängerin, das sind dann eben in Düsseldorf 10.000 Leute gewesen. Den Namen darf man nicht sagen, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe gehört, wir dürfen keine Werbung machen. Aber so eine Dame, die damit aufgetreten ist, die dürfen natürlich. Die darf ich nennen. Gut, also Helene Fischer war das, von daher. Helene Fischer war das. Genau. Also, die war mit euch dann, oder die, ist sie dann eingeflogen? Wir sind dann eingekauft worden als ihr Orchester für die Helene Fischer Weihnachtsshow. So. Alles klar, gut. Waren diese Veranstaltungen meistens in Häusern oder auch draußen? Sowohl als auch. Also diese großen Tourneen mit großen Orchesterkonzerten sind natürlich immer in irgendwelchen großen Konzerthäusern, sei es jetzt Berliner Philharmonie, Kölner Philharmonie, Leipzig Gewandhaus, bis eben in diese unglaublichen Riesenhäuser in China. Und dann jetzt Düsseldorf, die große Messehalle, die dann für Helene Fischer umgebaut worden ist. Aber auch draußen, also wir sind in Warendorf, in diesem großen Landgestüt, und haben dort in Zusammenarbeit mit dem Landgestüt, wo große Choreografien mit Pferden gezeigt worden sind. Und dann haben wir dazu gespielt, irgendwelche, sei es jetzt Filmmusik oder große Musicals oder große Opernwerke. Ja. Und das, ich sage mal immer, geht nicht, gibt's nicht. Gut, und alles, was toll ist, was Spaß macht, und das haben wir wahnsinnig gerne gemacht. Wahnsinn, als junge Frau so viel schon erlebt zu haben. Danke. Das ist natürlich ganz was Tolles, ne? Ja. Das finde ich auch. Wir kommen jetzt zu Paradise City. Ja. Da gibt es was drüber zu erzählen. Ja, ich war 2020 im Sommer im Theater engagiert und habe dort Paradise City gemacht. Das ist ein Musical, was neu geschaffen worden ist mit den Geschwisterpfistern zusammen. Mhm. Und eine Story und die Musik, die dafür verwendet worden ist, sind alles Schweizer Beiträge vom ESC-Contest gewesen. Ein Riesenerfolg. Uns hat dann leider so ein bisschen Corona gekillt. Wir haben insgesamt statt der, ich glaube, avisierten 12 Vorstellungen hatten wir 4. Und danach ging das immer so weiter. Nee, die nächste muss abgesagt werden, die nächste muss abgesagt werden. Und dann, der Rest fand leider nicht mehr statt. Ja. Inga, du hast natürlich jetzt wunderbare musikalische Dinge erlebt. Das ist ganz klar. Ja. Im musikalischen Bereich. Und jetzt kommt mal der Gesangsbereich. Du hast ja auch Chöre geleitet oder begleitet. Mhm. War das zusätzlich oder war das eine völlig neue Aufgabe? Ich bin zu Hause in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter war ursprünglich Kirchenmusikerin und hatte dann 35 Jahre lang einen großen Berliner Konzertchor, die Camerata Vocale Berlin. Und die ist 2018, hat sie gesagt, ich möchte mich gerne aus dem aktiven Musikleben zurückziehen. Und dann hatte sie sich einen Nachfolger gesucht und dann gab es damit plötzlich Probleme. Und damit dieser Chor, in dem wir meine Schwester und ich, echt aufgewachsen sind, und das wäre jetzt praktisch mehr oder weniger plötzlich weg gewesen. Und meine Mutter hat gesagt, nein, ich mache auf definitiv nicht weiter. Und dann kam meine Schwester auf die glorreiche Idee, ich könnte das doch mal interimsweise mal kurz machen. Das war von Hause aus, also das, was wir ja schon immer gemacht haben, war das mir absolut bekannt.
Von daher war das nicht das Problem. Ich bin halt dann immer von Köln nach Berlin einmal in der Woche gefahren und habe dann große Konzerte, also im Prinzip das, was meine Mutter angefangen hat, ja. 34 Jahre lang, habe ich dann weitergeführt. Da hat uns dann ganz fies dann Corona erwischt. Das war nicht so wahnsinnig schön. Also was normalerweise gewesen ist, dass wir 4 bis 5 Konzerte in der Berliner Philharmonie oder im Konzerthaus gemacht haben. Ich hatte dann im ersten Jahr 4 und das war's dann. Ja. Und dann haben wir uns immer wieder von Konzert zu Konzert gehangelt, dann habe ich noch einen gehabt und jetzt mit Eintritt in die Marine habe ich natürlich gesagt, das geht jetzt überhaupt nicht mehr, also das schaffe ich zeitlich überhaupt gar nicht und habe jetzt am 23. Oktober in Berlin in der Philharmonie mein Abschiedskonzert und das ist auch schon in wunderbare neue Hände gelegt worden. Aber das ist ja toll. Ja. Aber sag mal, das müsste ein Unterschied sein, wenn ich jetzt Musiker dirigiere oder ich dirigiere Sänger, oder das ist kein Unterschied? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nicht wirklich. Also die Art und Weise zu arbeiten ist ähnlich. Ja. In diesem Fall war es jetzt der Unterschied, dass der Konzertchor ist ein Laienchor, zwar sehr, sehr gute, aber es sind trotzdem noch Laien und die Orchesterleute, mit denen ich normalerweise zusammenarbeite, sind ja alles Profis. Ja. Und von daher ist das tatsächlich die Art und Weise, wie man herangeht, die Schnelligkeit, mit der ich arbeiten darf, oder auch wie viel muss ich Abstriche machen von dem musikalischen Bereich, auch nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern auch von dem, was insgesamt rauskommt. Da kann ich bis zu einem gewissen Punkt kann ich bei Laien noch gehen. Ja. Bei Musikern muss ich es fordern dürfen, weil das einfach Profis sind. Bei Laien ist es dann so, wo ich sage, okay, bis zu dem Zeitpunkt kommen wir bis zu diesem Punkt und dann ist auch gut, alles andere wäre Überforderung. Ja. Gut, aber bei dem Musikalischen kommen wir dann noch mal hin. Ja, da hast du ja aber die Möglichkeit, irgendwo doch mehr Möglichkeiten einzugreifen als bei so einem Sänger, nicht? Nee, eigentlich oder nicht. Oder nicht unbedingt? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nee, das ist eigentlich, also vom Musikalischen her ist das im Prinzip das Gleiche. Ach so, okay. Ich habe eine Vorstellung, der Sänger oder also der Chor meistens nicht, aber der Sänger hat eine andere Vorstellung. Und dann guckt man, wie man das übereinander kriegt, ob das in den Komplettfluss eines kompletten Werkes reinpasst. Nee, ansonsten ist das Gleiche. Ist das Gleiche. Ja. Und die singen auch noch Noten? Ja, klar. Naja, gut, es gibt ja auch Chöre. Nein, das sind große symphonische Werke. Also da reden wir von Mendelssohn, Elias oder wir reden von Matthäus Passion von Bach oder. Das ist ja was anderes. Das ist gut, schon große. Wunderbar. Große Nummer. Jetzt waren wir schon bei der Marine. Jetzt kann man ja sehen. Jetzt fragen wir mal nach deinem Grad mit. Was sind jetzt 3 Streifen? 2 Breite, 1 Schmaler. Ein mittlerer, ein dünner und ein mittlerer. Ah, ja. Das ist der Kapitänleutnant. Diejenigen, die sich vielleicht im Heer eher auskennen, das ist der klassische Hauptmann. Ja. Und das ist in der Marine ist das der Kapitänleutnant. Der Kapitänleutnant. Ja. Was ist die nächste Stufe, die du sicherlich anstrebst? Korvettenkapitän und dann kommt noch der Fregattenkapitän. Und dann ist Schluss. Ich könnte eventuell noch Kapitän zur See werden. Das geht aber insofern nicht. Aber die Rangstufe könnte man im Militärdienst noch erreichen. Ja. Das ist aber nur 2 Personen von uns, also der Leiter des militärischen Militärmusikzentrums, was wir in Bonn haben, Zentrum für Militärmusik, um genau zu sein. Ja. Das ist ein Oberst und der Stellvertreter ist normalerweise auch ein Oberst. Ach so. Also von daher ein Kapitän zur See in der Militärmusik wird es niemals geben. Wird es niemals geben? Nein, weil das an die Position ist, an einen Heeresposten gebunden, von daher. Ja. Aber vom Ranking her wäre das der Kapitän zu sein. Ah ja, gut. Also hast du keine Möglichkeit aufzusteigen, ne? Bis zum Fregattenkapitän kann ich es noch packen. Na gut, das meine ich. Ja. Bestreben da? Oder? Ja, klar. Ja. Gibt es da auch gewisse Anzahl von Positionen oder von Stellen, wo man sagen kann, also für die Position gibt es, ich sage jetzt mal so eine Zahl, 10 Stellen. Nee. Und wenn eine frei wird, ist es die Möglichkeit, da reinzuschlüpfen? Nee, es ist, also eigentlich ist jeder Leiter eines militärischen Orchesters im Rahmen der Bundeswehr, ist eigentlich immer entweder ein Oberstleutnant oder ein Fregattenkapitän in diesem Fall. Aber trotzdem würdest du dann Dirigentin bleiben, nur die Position wird sich ändern. Der Dienstgrad gerade ändert sich, genau. Hat das was mit Schulungen zu tun? Nee. Das hat was mit Zeit zu tun. Aber mit Zeit? Ja. Also irgendwann, wenn die Zeit da ist. Ja, genau so ist dann sagst du, hallo, jetzt bin ich dran. Weiß ich nicht, so ob ungefähr. Ich das so sagen werde. Ich oder glaube, die würden dann eher kommen und sagen, so hallo, da ist was fällig. Gut, jetzt nochmal zu der Gesangssache. Da gibst du dann ein Abschlusskonzert, wie du jetzt gerade eben erzählt hast. Genau. Und dann ist Schluss. Genau. Wie kam denn jetzt die Idee von diesen ganzen tollen Tätigkeiten, die du hattest, wie die Idee Marine? War das immer mal ein Wunsch oder hatte ich da irgendjemand drauf gestoßen? Also es gab, 2009 wurde ich Rotarierin. Und da gab es in meinem damaligen Rotary-Club einen Oberst. Und dieser Oberst hat zu mir gesagt, hör mal Inga, Militärmusik, das wäre genau das Perfekte, wo du reinpassen würdest. Da habe ich nur gesagt, Helmut, ich habe so viel zu tun, lass mal, das können wir irgendwann mal später betrachten. Und dann kam jetzt gerade Corona anspaziert. Und wenn man ein eigenes Theater betreibt, wo man
reichliche fünfstellige Summe als Miete pro Monat bezahlen muss, dann war da irgendwann nach einem Jahr Schicht im Schacht. Und dann haben meine Schwester und ich überlebt, die wir das beide zusammen geführt haben. Irgendeiner von uns beiden muss mal von der Payroll verschwinden. Und dann flatterte dort diese Anzeige rein und dachte ich nur so, ach guck mal, da war doch was. Und dann habe ich den Oberst angerufen, ich sagte so, Helmut, wie war das? Und sagte, was willst du denn wissen? Ich sagte so, na, so viel wie möglich. Ich finde das nochmal spannend, weil ich als Dirigentin alles gemacht habe, was spannend ist, was draußen ist. Ich war an einem staatlichen Theater, ich war an einem kommerziellen Musicalhaus, ich war freitätig, hatte meine eigenen Möglichkeiten, ich habe gastiert bei anderen Orchestern. Also es war wirklich alles Spannende dabei. Und dann hat er mir ganz viel Hilfestellung gegeben und hatte vorher dafür gesorgt, dass der Leiter des Zentrums Militärmusik, der Oberst Lieder damals, hat mich dann angerufen und wir haben dann am nächsten Morgen einen Termin bei ihm im Büro vereinbart. Und dann hat er ganz lange erzählt, was toll ist und auch was nicht so toll ist. Und ja, dann hat er gesagt, wenn Sie sich das vorstellen können, überlegen Sie sich das. Ja. Und dann bin ich nochmal nach Berlin gefahren, habe mir das Stabsmusikchor dort nochmal angeguckt. Und so ging das dann seinen Gang. Und dann habe ich mich beworben. Und dann gab es den klassischen Weg, also nochmal ein Bewerbungsgespräch, dann gab es ein Auswahldirigieren und dann musste ich ganz normal durch den Karrierecenter der Bundeswehr durch. Und dann kriegte ich die Nachricht, ja, wir wollen Sie gerne haben. Tja, super. Und jetzt bin ich hier. Jetzt bist du hier und das hast du geschafft. Genau so ist es. Ja. Meinst du, dass es doch noch im Kollegenkreis Neider gibt? Weiß ich nicht. Also für mich ist Neid ganz weit weg. Ja, ja, von daher weiß ich nicht, ob das andere so empfinden oder was. Keine Ahnung. Also eigentlich ist eher die Freude darüber, dass man sich freut, dass der andere was Tolles bekommen hat. Ja, wunderbar. Ja. Was ist jetzt für die Zukunft vorgesehen? Erstmal ist vorgesehen, dass wir jetzt morgen in den Urlaub gehen dürfen, weil wir ein sehr arbeitsreiches erstes Vierteljahr gehabt haben. Ja. So eine Dienststelle zu übernehmen ist eine Menge Arbeit auf beiden Seiten. Also sowohl die, die schon da waren und die neue bekommen, als auch für mich als Neue, sich dort überhaupt hineinzufinden. Und dann sind ganz viele spannende Projekte geplant. Wir haben ja nächstes Jahr das Jubiläum, 175 Jahre Deutsche Marinen. Und da wird es viele Sachen geben, wo wir ins Binnenland gehen oder auch in den einzelnen Stützpunkten etwas machen. Dann, also da ist viel geplant und wir müssen mal mit dem Inspekteur der Marine, mit dem Admiral Karg, werden wir besprechen, was er da so, sich so alles vorstellt. Ja. Und dann sind unsere ganzen anderen Einsätze, also wir fahren ja auch ins Ausland, dann sind wir in Litauen, machen dort eine große Musikshow, dann sind wir dieses Jahr dran, die nach USA müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Ja. Und dann dort wird ja immer traditionell, auch im Ausland, wird das Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Und da sind wir mit einer kompletten Mannschaft für, ich glaube, 2,5 Wochen sind wir da und reisen durch die Gegend und bestücken also von der deutschen Botschaft bis zu einem Kontingent, was eben dort ist, bestücken wir alles. Was heißt komplette Mannschaft? In diesem Fall sind wir zwei große Besetzungen. Wir fliegen, glaube ich, mit knapp 30 Leuten fliegen wir rüber. 30 Leute? Ja. Das ist eine Menge, ne? Ja. Und welche musikalische Richtung im Ausland, ist das sehr unterschiedlich oder ist das länderbezogen? Nee, das ist nicht länderbezogen. Das ist tatsächlich im Prinzip das, was wir jetzt auch als komplettes großes Portfolio haben. Also wir haben ja nicht nur, es wird ja oft gesagt, Militärmusik, ach ja, das sind ja nur Märsche. Ja. Nein, ist es nicht, ganz im Gegenteil. Militärmusik ist ganz, ganz vielschichtig und auch die Bandbreite so eines großen symphonischen Blasorchesters ist riesig. Also das geht wirklich vom klassischen Marsch bis hin zu ABBA, zu Beatles, zu Filmmusik, zu Computerspielen. Musik. Da ist auch eine Suite dabei von Alfred Reed, die sich mit ganz viel mit lateinamerikanischen Rhythmen beschäftigt. Also die Bandbreite ist großartig. Und genau das, davon nehmen wir immer so ein bisschen mit und gehen damit dann ins Ausland. Wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Musikshow haben, ist das klar, dass man natürlich so Hits bringt wie In the Navy oder Wellerman oder Sailing oder Gruß an Kiel muss natürlich mit dabei sein, klar. Aber, und das ist auch in dem Moment, wo wir ins Ausland fahren. Also da ist dann auch mal eine Egerländer-Besetzung dabei, also eher so die Oktoberfest, deftigere Variante. Schön. Aber da ist auch ein Holzbläserquintett dabei, da ist ein Blechbläserquintett dabei. Also wirklich Bandbreite riesig. Was wollte ich gerade sagen, die ganze Bandbreite. Total. Das ist gut, dass wir darüber reden, denn normalerweise würde man denken, ach, die hat da jetzt jemand von der Militärmusik reift da immer schön. Nein. Ne? Das ist früher mal gewesen, aber das ist... Das ist schon ganz lange nicht mehr. Aber das wissen die wenigsten Leute. Das ist in den Köpfen leider auch ganz fest noch drin. Ja, wir wissen drin, nicht wirklich warum, aber wir arbeiten dran, dass das peu à peu besser wird. Darüber sollte man eigentlich mehr schreiben. Ne? Ja, das wäre gut. Auch gerade wenn diese Konzerte von euch jetzt programmiert werden oder beworben werden, dass man da schreibt, nicht nur
Melodie, nicht nur Militärmusik, wie man kennt, sondern wir machen auch Musicals und Tanzmusik und was weiß ich. Das ist auch oft in den Beschreibungen genauso drin. Ja, also wir spielen natürlich auch den klassischen Marsch. Ja, es gehört auch Gruß an Kiel zu uns dazu. Ja. Das ist so, das erwarten auch eine gewisse Klientel von Leuten, erwarten das auch. Aber gerade wenn ich Jüngere ziehen muss, ich möchte auch einfach diese Bandbreite möchte ich auch ausschöpfen. Finde ich gut. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man immer nur wie so ein Pferd mit Scheuklappen durch die Gegend läuft und nur das eine macht. Ist auch interessant für dich, ne? Ja, klar. Ja, nicht nur für mich. Also ich mache das ja nicht für mich. Ich mache das fürs Publikum. Ich mache das für die Musiker. Ich mache das für diejenigen, die uns bestellen, die uns einkaufen, wo wir ein Gelöbnis spielen, was auch immer. Und das ist natürlich auch gerade für die Rekruten total cool zu erleben, dass es eben auch anders geht. Naja, aber die verschiedene Musik meine ich jetzt für dich. Ist ja interessant, gut, zum Dirigieren. Als wenn jetzt noch Märsche werden, ne? Ja, das stimmt schon. Gut. Ja, du bist ja nur Berlinerin gewesen. Das heißt geboren. Ja. Bist ja immer noch. Jetzt bist du in Kiel. Das ist natürlich jetzt ein Riesenunterschied. Hast du dich schon so ein bisschen eingelebt oder ist die Zeit zu kurz gewesen? Die Zeit ist zu kurz gewesen. Ich kenne meine Wohnung, ich kenne mein Büro und den Weg dazwischen. Ja. Und den Rathausplatz kenne ich jetzt schon, wenigstens von der Kieler Woche. Ja, ja. Ansonsten entdecke ich jeden Tag so ein paar neue Ecken, wo ich nicht denke, da war ich auch noch nie. Nee. Aber ja, nein, es ist alles. Es ist viel und es ist erstmal der Fokus darauf, die Dienststelle wirklich so zu übernehmen, dass wir ganz, ganz smooth da durchleiten können, um einfach einen entspannten Berufsalltag zu haben und dann kommt der Rest dazu. Meinst du, wirst du in Zukunft hier glücklich werden mit Wind und viel Regen? Ja, und, auf jeden Fall. Meine Mutter kommt aus der Nähe von Itzehoe. Also von daher, ich fühle mich hier wie zu Hause. Ja, dann ist das ja fast zu Hause. Ja, ja gut. Definitiv. Prima, das hat sich alles gut angehört. Yeah. Ganz toll, was du uns erzählt hast. Wir kommen jetzt mal zu einer anderen Sache. Gibt es da ein Hobby oder gibt es da keine Zeit für? Im Moment gibt es dafür tatsächlich keine Zeit. Nee. Nee, ansonsten, also ich, so komisch es klingt, aber ich saniere wahnsinnig gerne Häuser, komplett. Ja. Und hab da, deswegen, ich bin nicht nur Kielerin, ich bin auch noch Poolheimerin geblieben, weil ich dort ein großes Haus habe, was ich komplett kernsaniert habe. Und da ist gerade der Garten fertig und ich hab gesagt, das verkaufen wir jetzt nicht, das bleibt, das geht nicht. Und wo ist das? In Poolheim. Ach so. In Poolheim, also das ist ein Vorort von Köln. Ja. Im Nordwesten und das haben wir aber da gelassen. Ist noch nicht bewohnt? Doch, 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 sicher. Ist da haben wir schon gewohnt drin. Ja, ja. Ach so. Mein Lebensgefährte wohnt da auch drin. Ja. Aber nee, das ist, Kind ist ja nur aus dem Haus, von daher alles gut. So schön. Ja. Ja. Urlaub haben wir ja gerade gesagt, was jetzt ansteht. Ja. Zur Marine und dann Urlaub auf dem Wasser. Ja. So, gut, warum nicht? Ne? Ja, nein, ich bin der Gewohnheit, ne? Ja, genau. Ich mag es einfach auf dem Wasser. Würde es denn auch mal eine andere Urlaubsziele geben, wenn das mal durch ist mit den Kreuzfahrten? Ja, ja. Also gibt es da Vorstellungen? Ich sehne mich danach in den USA am liebsten irgendwie Highway 101 mit einer ordentlichen Harley durchzufahren. Ja, toll. Das hätte ich großen Spaß dran. Ja. Oder sich das Wohnmobil zu nehmen und Kanada unsicher zu machen. Aber da, Kanada, schön. Soll ich es so machen? Ja. Ein riesengroßes Land. Schön. USA habe ich schon diverse Male gemacht, aber mein Mann möchte da dann auch gerne mal endlich hin. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir zusammen. Ja, hast ja noch viel vor, du bist doch noch jung. Gott sei Dank. Ne? Danke für das Kompliment. Gern geschehen. Letzte Frage an dich. Ja. Ein Highlight. Gibt es ein Highlight? Mein ganzes Leben besteht aus Highlights. Ja. Also von daher, im Moment ist das hier zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, das ist gigantisch. Dann dazu einen so unfassbar netten Stützpunkt zu haben. Super tolle Musiker, die alle darauf brennen, einfach Musik zu machen, zu arbeiten zu wollen mit einem großartigen Leitungsteam. Also im Moment passt alles super. Passt, schön. Ja. Hört sich doch gut an. Ja. Na, ich meine, irgendwie, du bist ja auch viel im Ausland gewesen. Ja. Ob das da mal irgendwie so ein besonderes Erlebnis gab, das meinte ich jetzt damit. Ja, also die USA-Reise war toll, Japan-Reise war toll, aber getoppt hat das einmal nochmal diese komplette China-Tournee, die wir gemacht haben. Ja. Das waren 3,5 Wochen mit 62 Orchesterleuten. Und das war mit meinem zivilen Orchester, also mit den Kölner Symphonikern. Mhm. Und das war schon echt faszinierend, weil das eine Kultur ist, die man so wirklich sich nicht ganz so vorstellen konnte. Und einfach diese unglaublichen Eindrücke, diese Menschenmassen, die dann da bei den Konzerten waren und uns gefeiert haben wie Popstars. Das war, also da ist klassische Musik im Moment ganz, ganz, ganz weit oben im Kurs. Tatsächlich. Ja, irre. Also die kamen dann da und Autogramme, Autogramme, Autogramme. Wir kamen hinterher gar nicht mehr irgendwie. Ne? Die haben gebrüllt, nur dass wir rauskamen. Ah. Und von daher ist da Kultur ist ganz hoch angesiedelt. Aber wer weiß, wann wir dann mal wieder hin dürfen. Ne? Ja. Im Moment das sieht das nicht danach aus. Ja, sieht schlecht aus. Ja, in dem Moment sieht es sowieso schlecht aus. Ne? Das aber was willst du machen? Ist so, ob wir das jemals loswerden, wer weiß das. Ne?
Ja, die werden aber sehen, die müssen wir mitnehmen. Inga, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir warst. War ein tolles Gespräch. Danke für die Einladung. Gerne. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit. Danke. Schöne 5 Wochen auf den Kreuzfahrern. Genieße das. Es sind 4 Wochen. Es sind 4 Wochen, ja. Schau, da zieh mal ab. Ja. Nee, sind es dann. Und für die Zukunft alles Gute und dass dir das angelingt, nach einer gewissen Zeit noch eine Stufe höher zu kommen. Ja. Da werde ich ja sicherlich von lesen. Ja, bestimmt. Und wenn du musikalisch irgendwo tätig bist, dann würden wir dich gerne mal besuchen mit meiner Crew. Ja, gerne. Wenn das dann nicht so weit weg ist, interessiert uns natürlich sehr. Ja. Wir sind ja musikalisch alle sehr interessiert. Ja, wir hoffen ja, dass wir auch dann wieder hier in Kiel irgendwas machen können. Ja. Also jetzt Kieler Woche war ja schon mal wirklich toll. Ja, genau, gut. Da war toll. Schauen wir einfach mal. Vielen Dank. Gern geschehen. Alles Gute nochmal. Danke vielmals. Gerne. Danke für die Einladung. Gerne. So, meine Damen und Herren, tolle Frau mit einer tollen, ganz speziellen Funktion bei der Marine. In der nächsten Woche haben wir wieder einen Fußballer mal, nach langer Zeit, der auch beim Holstein Kiel gespielt hat, auch lange Zeit bei St. Pauli, Klaus Domforde, das sagt Ihnen bestimmt eine ganze Menge, da freue ich mich natürlich auch drauf und er wird da viel erzählen. Er ist jetzt zum DFB-Trainer ernannt worden, in der Jugendabteilung und da wird er sicherlich auch das eine oder andere erzählen. Freue ich mich drauf, würde mich auch freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären und sage bis dahin Tschüss. Bleiben Sie vor allem gesund und alles Gute, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.